Tales for Meeples. Die bunte Brettspielmischung. Serviert von Jenny und Tobias. Guten Morgen in die Runde. Oh, der Wecker hat gerade geklingelt, 6.30 Uhr. Ich kann noch nicht viel sagen. Ich muss erst wach werden. Boah, ich sag euch, die Augenringe sind echt dick. Ja. Und irgendwie habe ich heute Nacht von diesem Experiment geträumt. Ich weiß noch nicht genau, was da drin vorkam. Es war auf jeden Fall vogelwild. Einen schönen guten Morgen in die Runde. Hier ist der Markus. Es ist 6.50 Uhr. Der Wecker hat geklingelt. Ich mache mich auch langsam fertig, weil wir wollen ja nicht zu spät kommen. Auf nach Essen. Guten Morgen allerseits. Hier ist der Severn. Ja, ich bin auch gerade aufgestanden. Die Stimme ist noch etwas rau. Dabei habe ich gestern gar nicht so viel gesprochen. Naja, ich freue mich heute, euch alle wiederzusehen. Bis bald. 8.04 Uhr. Wir machen uns jetzt auf den Weg Richtung Messe. Wer ist wir? Das erzählt er euch gleich selber. Aber die erste negative Überraschung hat uns soeben ereilt. Mein Wagen stand über Nacht draußen und ich musste tatsächlich kratzen. Verdammt, Essen ist kalt. Ja, wir, das sind der Markus und meine Wenigkeit, der Severn. Wir sind schon in Essen und machen uns jetzt nun kurz auf den Weg zum türkischen Beck. Dort holen wir Sesamringe und eine Ladung Baklava. Naja, und danach machen wir uns auf den Weg in die Messe. Wir freuen uns schon auf das Meet and Play. Also bis später. Baklava zum Frühstück ist aber auch irgendwie verschärft. Ziemlich süß, oder? Ja, ich sitze hier jetzt auf gepackten Koffern. Meine Leute haben verschlafen. Deswegen bin ich jetzt ein wenig... Ich warte jetzt sozusagen, bin eigentlich schon startklar. Und ich bin die Jenny und ich freue mich jetzt auf den letzten kommenden Tag auf das Spiel und bin gespannt, was es noch so bringen wird. Tobias hat auch verschlafen, wie es ausschaut. Hat noch nicht guten Morgen gesagt. Tobias, hast du zu lange gefeiert gestern Abend? Die letzte Message an mich war um 1 Uhr irgendwas. Ja, guten Morgen, ich bin's Tobias. Ja, es wurde gestern Abend ein bisschen länger. Ich freue mich aber, dass ich deswegen ein bisschen auch länger schlafen konnte. Ich habe das Glück, dass ich relativ nah an der Messe ein Hotel habe. Und es ist jetzt 8.30 Uhr, mein Wecker ging vor 10 Minuten und jetzt mache ich mich gleich mal ein bisschen frisch und fange mal an, im Frühstücksraum zu gucken, wen ich das alles sehe. Und ja, dann sehen wir uns allerdings später auf der Messe. Du musst uns nicht noch auf die Nase binden, wie vorzüglich du untergebracht bist und wie luxuriös das ist, auszuschlafen und einfach nur aus dem Hotelbett in die Messe zu fallen. Ich weiß ja nicht, wie du ausgeschlafen definierst, aber so 5 Stunden Schlaf ist in meinem Leben normalerweise kein Ausgeschlafensein. Aber ja, ich möchte mich gar nicht beschweren. Hat schon gewisse Vorzüge, so direkt nah an der Esse zu wohnen. Bin trotzdem froh, dass ich es geschafft habe, aus der Dusche zu steigen. Das Hotel hier ist mich ein bisschen älter und da musste ich quasi so einer Badewanne duschen. Hab da jeden Morgen ein bisschen Angst, dass es mich nicht den Fuß verknackst. Hat aber geklappt. Ich bin also fit, werde auf die Messe kommen, werde jetzt aber erst mal frühstücken gehen. Dann habe ich aber noch eine Frage an den Sevan. Sevan, musstest du gestern die IKEA-Möbel noch hochtragen? Beziehungsweise musstest du sie nur hochtragen oder musstest du sie auch aufbauen, damit du überhaupt schlafen konntest? Naja, erstmal an Jenny. Baklava zum Frühstück, also so harte Kerle sind wir natürlich nicht. Da haben wir bloß eine Bestellung entgegengenommen. Und an Tobias, ja, Möbel durften wir noch schleppen, aber es hat Spaß gemacht und ging besser als erwartet. Und zur Belohnung gab es für alle eine Pizza. Und schlafen, nee, das war auf dem Klappsofa sehr bequem und gemütlich. Und am Morgen eine frische Dusche, alles perfekt, ohne Badewanne drumherum. Ja, aber sag mal, Jenny, wie war es denn gestern? Mach mal doch einen Kurzabriss von den Spielen, die ihr so gespielt habt. Und was gab es denn überhaupt zum Essen?
Damit glückwünsche ich dich, Sevan. Dann hat sich die Duschsituation bei Markus elementar verändert. Ich habe es ja mal versucht, bei ihm übernachten zu wollen. Hat damals nicht geklappt, weil die sanitären Anlagen nicht für Gäste ausgerichtet waren. Man merkt, sie haben aufgerüstet und ich freue mich, dass du davon profitieren konntest. Ja, gestern Abend hat der Verein Spiel des Jahres geladen, wohl traditionell wie immer, freitagsabends nach dem Spiel. Ich habe den Eingang gefunden bei der Philharmonie, bin ganz stolz, haha. Und es war voll, es war laut, mindestens genauso laut wie auf der Messe, war aber ein richtig netter, richtig schöner Abend. Es gab wirklich lecker zu essen, genug Auswahl am vegetarischen Buffet, was es so fleischlich gab, habe ich gar nicht erst groß geguckt. Und die Krönung war das Panna Cotta mit Brombeere am Ende. Ja, dann haben wir noch ein bisschen was gespielt, wobei wir waren zu sechst am Tisch. Ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, dass alle ein klein wenig durch sind. Also ich war auf jeden Fall durch und habe dann auch die Veranstaltung gegen 11 Uhr verlassen, weil ich irgendwann mal bei Three Chapters Tweedledee mit Humpty Dumpty verwechselt habe und habe gedacht, jetzt ist es Zeit zu gehen. Nichtsdestotrotz Spaß gehabt und ja, das war gestern Abend. Inzwischen sitzen wir im Auto und hoffen, dass es jetzt nicht zu voll wird, gell? Ja. Dann sind wir schon mal gespannt, dass wir nicht so in der Schlange stehen wie am ersten Tag, wie am Donnerstag. Wir sind da guter Hoffnung. Sevan, das Baklava, für wen ist das denn? Weil Tobias und ich suchen noch einen Ersatz für den Baumkuchenstriezel. Vielleicht können wir dann bei euch Baklava abgreifen. Ansonsten müssen wir was anderes suchen. Ja, die Story mit den sanitären Anlagen, ja, die habe ich gestern natürlich auch schon mitbekommen. ja, die Baklava sind tatsächlich für die Tochter von Markus. Die bleiben schön im Auto, da können wir leider nicht behilflich sein. Aber ein paar türkische Kekse habe ich sonst noch dabei, die könnte ich sonst noch offerieren. gestern Abend haben wir natürlich auch noch kurz was gespielt. Wir waren beide schon müde, aber es ging dann doch noch etwas länger, als wir gedacht haben. Und zwar haben wir den Spielabend begonnen mit Village Green von Per Silvester. Ein Kartenspiel, was ich persönlich gut mag. Und ja, das haben wir gestern vom Pile of Shame geholt und konnten da eine Runde spielen. Und von meinem Pile of Shame. Von Markus Pile of Shame, genau. Und haben das Spiel so gut erklärt, dass er dann direkt gewonnen hat. Danach haben wir noch eine Partie Love Letter gespielt, auch mit Markus' Frau. Sie hat dann das Spiel gewonnen. Und zu guter Letzt noch ein Roll-and-Ride-Spiel, und zwar das Dice Hospital ER Emergency Roll. Jetzt hoffe ich, dass ich das richtig ausgesprochen habe, dass uns der Markus gut erklärt hat, zu später Stunde. Das habe ich dann gewonnen. Also auch noch ein erfüllter Spieleabend für uns. So, das Schlimmste ist überstanden. Der Wagen steht im Parkhaus. Wir sind jetzt zu Fuß kurz über die, ich glaube, das ist die Norbertstraße, über die Brücke. Sind dann gleich in Halle 3 und dann werde ich das Spiel, das ich erkläre, am heutigen Tag noch aufbauen. Und dann warten wir mal, dass um 10 Uhr die Messehallen geöffnet werden für die Besucher. Wir sind jetzt auch angekommen. Wir waren noch nie so schnell. Eigentlich haben wir gar nicht gestanden. Wir sind richtig in einem Rutsch durchgefahren und jetzt stehen wir schon auf P1. Jetzt geht's in die Hallen. Ja, ich habe mir jetzt zunächst einmal noch schnell ein Cappuccino gegönnt und werde jetzt mal gucken, wie es bei uns am Stand aussieht. Wie waren denn die Erfahrungen von euch in den letzten 2 Tagen, die ihr euch schon auf der Messe herumgetrieben habt? Würde mich interessieren, weil tatsächlich hatte ich das Gefühl, dass die Messe voll ist und ja, ausverkauft ist das eine, aber die Gänge, insbesondere in Halle 3, also ein Durchkommen, insbesondere am Donnerstag, war wirklich schwierig. Wie sind da eure Erfahrungen gewesen? So, ich stehe jetzt hier in der Schlange. Heute tun sie zum ersten Mal Presse kontrollieren. Wir dürfen erst um 9.30 Uhr rein und ich habe getroffen. Hier ist die Tina vom Pile of Happiness. Tina, wie geht's dir heute Morgen? Du warst ja gestern Abend auch mit auf der Spiel des Jahresabend. Ja, ach, die Form ist noch so okay, würde ich sagen. Also wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass wir nicht zu den allerletzten, die da die Party beschlossen haben, gehört haben. Von daher, es geht noch, das Wochenende wird schon noch halten. Und bei dir?
Ja, ich habe es vorhin ja schon gesagt, also mir geht es eigentlich recht gut, erstaunlich gut, aber ich habe diesmal auch richtig gut geschlafen. Aber wir freuen uns jetzt auf einen dritten Tag. Bist du morgen auch nochmal da? Ja, ich bin morgen auch nochmal da, aber Sonntag ist immer so der Tag, da schaue ich immer, da bleibe ich dann nicht unbedingt bis zum Schluss, wie sich das so ergibt. Aber manchmal hatten wir die Gelegenheit, am Sonntag, gerade in der zweiten Tageshälfte, wenn es nicht mehr so voll ist, dann doch noch Sachen zu entdecken. Weil es ist ja immer das Gleiche, man hat irgendwann das Gefühl, man hat alles gesehen, man ist überall gewesen, dann biegt man in die Ecke und denkt sich, ach komisch, das habe ich aber noch gar nicht gesehen. Das ist immer das so, was man am Sonntag noch macht. Und treffen wir uns bei Meet & Play heute auch nochmal? Auf jeden Fall. Also gut, super, bis dann, gell? Tschüss. Ja, dann wünsche ich dir bis dahin einen schönen Tag. So, ist jetzt kurz nach halb. Ich laufe jetzt auch Richtung Messe. Bin mal gespannt, wie voll es heute wird, Markus. Ich fand jetzt, ja, Donnerstag war voll. Frosted Games hat für ein wenig Betrieb gedockt. Aber so richtig neu ist es ja auch nicht. Also es gibt ja immer einen Verlag, der irgendwie immer eine Schlange hat, die dann sprengt. Ist halt die Frage, welcher Verlag es in welchem Jahr ist. Aber im Großen und Ganzen habe ich viel, viel mehr befürchtet. Oder viel schlimmere Zustände befürchtet. Deswegen bin ich jetzt auch mit der Kontingentlösung sehr zufrieden. Nicht zufrieden sein kann man einfach damit, wie es halt vorher kommuniziert wurde. Aber ja, auch da muss die Messe lernen. So, kurzes Grundrauschen der Messehallen, bevor die Hallen öffnen. Mal gucken, wie das später aussieht. Ich bin jetzt noch schnell auf dem Weg zu Markus, dem mal kurz Hallo zu sagen. Und dann, ja, dann beginnt das normale Palästenleben. Ade! 9.53 Uhr. Mein Spiel ist aufgebaut. Ich warte darauf, dass die Messehallen geöffnet werden für die Besucher. Der Tobias war kurz bei mir. Die Jenny hat kurz Hallo gesagt. Alle freuen sich auf den dritten Messetag. Ich bin auch gespannt. Meine Stimme hält noch. Das sollte hoffentlich auch für den Rest des Tages so bleiben. Und mal gucken, ob ich es auch schaffe, irgendjemanden hier noch ans Mikro zu kriegen. Aber ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und berichtet mal, an welchem Tisch ihr sitzt und was ihr so spielt. Weil was ich spiele, ist relativ klar, beziehungsweise was ich erkläre. Bis später. So, für das Publikum ist jetzt gerade eröffnet worden. Alle strömen hier an mir vorbei. Ich sitze in Halle 6 bei Cosmos, direkt am Tisch Australis vor der großen Schildkröte. Und warte auf meine Leute, dass wir anfangen, dieses Spiel zu spielen. Und da freue ich mich jetzt drauf. Mal schauen, wie lange sie brauchen, um hierher zu finden. Ich folge gerade auch dem Strom der Menschenmenge in Halle 3 rein. Vorhin war es ja noch schön leer. Ich hoffe, die Aufnahmequalität ist einigermaßen in Ordnung. Den Dirk vom Ablagestapel habe ich noch getroffen, der arbeitet jetzt zurzeit bei Queen Games. Den Jan und die Jasmin vom Brettspielrunde, die habe ich auch noch kurz getroffen. Und jetzt geht's los mit dem Getümmel. Vor Feuerland schon eine Riesenschlange, vermutlich da für das neue Uwe Rosenberg-Spiel Black Forest. Na, mal schauen, ob ich da später auch noch was abgreifen kann. So, ich bin mal schnell in den Freibereich gegangen, weil es hier dann doch deutlich ruhiger ist. Ich habe jetzt das obligatorische erste Spiel, bevor die Pressetermin begonnen, gespielt. Ich war bei Spiel das und habe mir Nebelwind angespielt, die erste Runde. So ein aufgemotztes Pick-and-Deliver-Spiel. War ganz nett. Finde ich, wie gesagt, ein bisschen zu übertrieben materialmäßig, aber es gab genügend Leute, die es gefällt. Also meine Mitspieler fanden das wunderschön und waren auch kurz überlegen, ob sie es kaufen. Ich glaube, sie haben den Preis noch nicht gesehen gehabt, aber schauen wir mal. Gut, und ich mache mich jetzt auf zu meinem ersten Pressetermin. Ich treffe mich da mit dem Andreas Becker. Und dann lassen wir uns mal schauen, was Gelling uns so zu bieten hat. Bis dann. Die erste Runde ist erklärt. Hat tatsächlich etwas länger gedauert als zuletzt. Vielleicht habe ich langsamer gesprochen. Aber hier ist eine ordentliche Schlacht im Gange. Es ist spannend zuzugucken. Ich bin gespannt, was ihr noch so erzählt. Ja, ich war gerade bei Ostia Spiele und konnte da eine Probepartie von Friedrich Ebert, Der Weg zur Demokratie, spielen. Ja, das war gerade ein Tisch neben dem Spiel, das Markus erklärt hat. So konnte ich ihm auch noch quasi über die Schulter gucken, wie er das macht. Sah schon sehr professionell aus. Das Spiel selbst, ja, das erklärt quasi
die Zeiten von Friedrich Ebert, den ich als Schweizer natürlich auch gar nicht kenne, und was mit der Weimarer Republik. Aber das Spiel ist ein kooperatives Spiel, was sich also sehr gut eignet, um auch in der Schule zu spielen, was also hier eine klare Empfehlung für Lehrer und Lehrerinnen in diesem Beruf sind, die das Thema näher an die Schüler und Schülerinnen bringen möchten. Also schaut doch da auch mal kurz vorbei. So, wir sind fertig mit unserer Partie Australis. Und ja, das hat mir sehr gut gefallen als Familienspiel. Vor allem das kleine Element am Ende, wo man mit den Würfeln gekämpft hat. Sozusagen gekämpft im Strom vor Australien, kämpfen wir mit Würfeln. Das ist irgendwie auch ganz witzig. Aber es hat auf jeden Fall das Spiel belebt. Und jetzt bin ich mal, weil ich schon total neugierig auf diese gemalten Miniaturen sind, auf diese besonderen, bin ich mal in Halle 1 rübergerannt und guck mal, ob ich die finde, um mir die mal anzuschauen. Ja, ich war gerade bei Queen Games, der Dirk vom Ablagestapel und von Queen Games hat mich da kurz durch den Presseraum geführt und halt die neuesten Spiele von Queen Games vorgestellt, die da waren, Nassau und Kathmandu, Alhambra halt in der neuen Family and Fun Edition, Moon Market, Dabawala und das schöne Nova Roma, bei dem ich halt später zugestehenerweise auch noch zugreifen musste. Das hat mir doch sehr gut gefallen von der Erklärung her. Mal schauen, was ich als nächstes mache. Boah, also diese Figuren sind echt der Oberhammer, Wahnsinn. Absolut auch Publikumsmagnet und ich muss schon sagen, ich kann zwar mit den Welten überhaupt nichts anfangen, aber ich stehe da echt auch vor mit und krieg Kribbeln in den Fingern und ja, das ist auf jeden Fall ein Blick wert. Dieses Detailreichtum, Wahnsinn. Und auch, ich muss sagen, auch wenn die großen Figuren voll ins Auge fallen, es sind, also für mich persönlich sind es die ganz kleinen, weil ich selber weiß, wie schwer es ist, ganz kleine Sachen sehr, sehr akkurat und diffizil zu machen. Für mich sind es die ganz kleinen Figuren, die hier absolut fasziniert und total präzise angemalt sind. Unbedingt im Blick wert, die Ausstellung beim Golden Demon. Und ich glaube, da hat die Messeleitung echt einen ganz guten Riecher gehabt, das hier mal nochmal nach Deutschland zu holen, weil also wenn ich mir anschaue, wie die jungen Leute hier davor stehen und sich davor bücken, das ist schon was wirklich Tolles. Ansonsten ist das ja wirklich gar nicht meine Welt hier, also weder Tabletop noch Fantasy, also zu viel Fantasy. Ich lese zwar gern Fantasy, aber ich muss es nicht unbedingt spielen auf dem Tisch. Ich laufe gerade wieder durch Halle 2, also völlig konservatives Spielen hier, analog auf Brett, ohne große Dioramen. Ich habe das Gefühl, dass hier weniger Leute sind als in Halle 1, wo sie sich wirklich die Füße platt treten, um zum Teil die Figuren zu sehen. Ich laufe gerade am Tisch vorbei, wo sie Ezra und Nehemia spielen. Und ja, ich mag auch echt fette Euros, aber ich hätte gar keine Lust im Moment, mir so ein Spiel anzueignen, in dem Trubel und zu lernen. Aber Hut ab, dass die vier da sitzen und das spielen. Also das ist schon ungewöhnlich heute. Wir sind mit dem Auto schnell reingekommen. Die Galerie ist so, dass man da laufen und atmen kann. Und überhaupt habe ich das Gefühl, dass heute weniger los ist. Ja, liebe Jenny, dann warst du aber nicht in Halle 3, weil Halle 3 ist eher voll heute. Nicht vergleichbar mit Donnerstag, aber nicht so frei wie die anderen Räume. Wir hetzen jetzt mehr oder weniger von einem Termin am Ende von 3, um jetzt wieder zur Halle 8 zu kommen, weil da der nächste Termin ist. Und es war schon voll, wenn man die Außenbereiche nicht nutzt. Ja, Tobias, das kann sein. Die Halle 3 habe ich dieses Jahr ein wenig gemieden tatsächlich. Und ich bin schon fast in Halle 8 und wie immer muss ich auf dich warten. Ja, und ich war gerade oder bin noch in Halle 7, Paketversand. Das lief aber reibungsloser als gestern. 5 Minuten war das Paket zusammengeschnürt und abgeschickt. Gestern, da stand ich mindestens eine halbe Stunde an und danach ging es noch ewig. Heute wirklich ruckzuck, sehr speditiv. Das freut mich natürlich umso mehr. Kurze Futterpause aktuell, bevor es wieder gestärkt in die Hallen zurückgeht.
der Frederik Malsi vom Boardcast, der hat mich auch gerade noch gesehen. Mit dem konnte ich ganz kurz quatschen, aber wir sehen uns dann später wieder am Meet and Play. Naja, hier an dieser Stelle noch einen ganzen lieben Gruß. Ja, ich war gerade bei Studio Asch und von Philin wurde mir nochmal eine kurze Regelerklärung zu Cyclades gegeben. Ja, da freue ich mich natürlich schon drauf, denn den Kickstarter, den habe ich ja letztes Jahr oder sowas mitgebackt und soll ja irgendwann Anfang nächstes Jahr bei mir eintrudeln. Vielen Dank dafür. Ich nehme alles zurück. Die Galerie ist jetzt proppenvoll, aber na klar, es ist 13 Uhr. Ja, Tobias und ich sind gerade vom Kosmos Presseverlag gekommen, schlendern durch die Halle. Tobias musste sich natürlich mal stärken. Ich habe ihn dabei unterhalten. Und ja, der Termin war sehr angenehm. Wir haben sozusagen die Vertreterin drauf. Also wir haben im Prinzip aufgeklärt, was so in den Hallen läuft. Weil sie bekommen ja kaum was mit, wenn sie oben in ihren kleinen Studios hocken und alle anderen Neuheiten zeigen. Das war sehr, sehr schön. War dann auch eine nette Runde. Und jetzt haben wir noch eine Dreiviertelstunde Zeit, bis es zum nächsten Pressetermin geht bei Feuerland. Und da so lange schauen wir uns dann an, wie voll die Halle 3 ist. Ja, bin halt noch bei Studio Asch hängen geblieben. Da konnten wir noch eine Partie Red Jack mit dem Autoren Mathieu Kahn spielen. Hat also riesig Spaß gemacht. Schaut doch auch mal bei Frosted Games oder eben bei Studio Asch vorbei. So wie ich gehört habe, haben sie von der Deutschen Vision bereits 500 Stück an der Messe verkauft. Das ist schon eine gute Zahl. So, ich melde mich auch noch mal zwischendurch. Ich muss ganz ehrlich sagen, mit dem Sprechen ist im Moment etwas schwieriger, da ich die ganze Zeit erklärt habe und tatsächlich mehreren Gruppen mittlerweile das Spiel erklärt habe, dass ich dieses Jahr erklären darf. Muss ich, glaube ich, gleich erstmal was trinken, um wieder zur Stimme zu kommen. Ich freue mich aber schon auf das Meet and Play, bei dem ich euch nachher alle wiedersehe. Das war wahrscheinlich die letzte Gruppe und dann ist mein Job für dieses Jahr auch auf der Messe erledigt. Danach ist es ein reines Vergnügen und wir werden sehen, wie voll es ist, ob es tatsächlich ein reines Vergnügen ist. Ganz kurzes frische Luft schnappen. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich es unglaublich toll finde, wie es jedes Jahr auf der Messe zeigt, dass ich nicht der einzige Geek bin, sondern dass hier Massen aus der ganzen Welt das gleiche Hobby haben wie ich. Das ist so super. Ich schon wieder, so langsam wird's anstrengend. Ein ganz kleiner Einschub muss meines Erachtens an dieser Stelle kurz erlaubt sein. Wie vielleicht alle Hörer wissen oder auch nicht, habe ich eine Dauerkarte für den VfL Bochum und die spielen gleich in etwas über einer Stunde gegen Wolfsburg. Und ich hoffe doch, dass das die ersten drei Punkte dieser Saison sind. Meine Dauerkarte nutzt allerdings mein Sohn und ich bin auf der Messe. Ja, man muss Prioritäten setzen. Beim nächsten Heimspiel bin ich auf jeden Fall wieder dabei. Bis dann. Ja, und auf der Messe trifft man natürlich auch ziemlich viele nette Menschen. Neben mir steht jetzt der Ode, den ihr vielleicht als Autoren von Cooper Island oder Suna Valo in diesem Jahr kennt oder auch als Teil des Game Builders Teams. Und Ode, erzähl uns doch mal, wie ist denn für dich die Messe, auch wenn erst Samstag ist? Hast du schon ein Messefazit? Kannst du schon ein Messefazit ziehen? Irgendwas Besonderes passiert? Ja, wir haben... Also ich bin ja jetzt hier bei Spielwerks am Stand, um Elbro zu präsentieren und da freue ich mich schon drauf. Ich finde es total super, wie das Spiel hier aufgenommen wird. Aber ich habe ja jetzt auch meine eigene Firma The Game Builders und wir haben auch noch ein Zwei-Personen-Spiel von mir rausgebracht. Und das, ich freue mich total, weil ich habe halt ein bisschen Angst gehabt, dass es nicht so gut ankommt, aber die Angst war unbegründet. Ich freue mich total. Wir sind ausverkauft mittlerweile. Und ja, danke. Das ist natürlich immer so eine Last, die dann von den Schultern abfällt. Und es macht total viel Spaß zu sehen, wie die Leute Spaß an dem Spiel haben. Genau. Und ja, noch zwei Tage jetzt. Anderthalb. Aber es war bisher wirklich ein großer Spaß. Und auch der Ode drückt dem VfL die Daumen. Wir sind alle Bochumer Jungs. Bochumer Jungs. Bochumer Jungs. Bochumer Jungs.
Ja, hi, hallo, hier ist Stefan Hanf vom, einerseits der Broadcast und zum anderen die anonymen Ludoholiker. Ja, die Messe, ich bin jetzt seit Mittwoch hier, heute ist Samstag, es ist natürlich voll wie immer, es ist eigentlich ein bisschen voller, weil ja die Karten alle ausverkauft sind, aber es macht wie immer riesen Spaß, es gibt viel zu entdecken. Ich habe das Gefühl, es ist ein stärkerer Jahrgang als in den letzten Jahren und besonders herausgestochen für mich hat Polaris von Fractal Juegos. Das ist ein Spiel, wo wir Sternbilder bauen auf einem gemeinsamen Spielplan und uns so richtig schön in die Quere kommen. Ja, und wer mich kennt und die anderen Ludoholiker, der weiß, dass wir uns gerne mal in die Quere kommen und ein bisschen, ja, freundlich beschimpfen. Und das erfüllt das Spiel. Danke, Stefan. Danke und tschüss. Hi, ich bin Moritz vom Gruftschrecken-Podcast und ich habe gehört, ich soll euch einen Tipp geben. Ich möchte von der Messe Essen 2024 empfehlen, der Schrebergarten. Hört sich sexy an, ist es auch. Es ist eine Abenteuersammlung für das Rollenspiel Mausritter und ihr könnt 11 Abenteuer in einem Schrebergarten mit euren kleinen, verletzlichen, aber doch auch irgendwie coolen und gefährlichen Mäusen erleben. Kauft euch den Schrebergarten, haltet ihn in bester Ordnung. Und ich wüsste jetzt gerne noch irgendeine coole Schrebergarten, so eine Regelung, wie wir das in Deutschland für alles haben. Da gibt es bestimmt Gesetze. Haltet euch an diese Gesetze, was Schrebergärten angeht. Viel Spaß. Danke, Moritz. Nur 7-mal gestottert, läuft. So, wir haben jetzt unsere Pressegespräche durch. War wieder hochinteressant, was so quasi als Hintertürchen erzählt wird. Alles nicht für die Öffentlichkeit unbedingt geeignet, aber deswegen nicht minder interessant. Wir machen uns jetzt gleich auf den Weg zum Meet and Play und gucken mal, wie voll das dieses Jahr dort ist und mal gucken, wie wir alles sehen. Bis dann. Tobias sagt, ich soll auch was noch kommentieren, weil ich ja hier so bei der Arbeit stehe. Aber ich muss nicht immer meinen Senf dazugeben. Ja, wir sind jetzt bei Meet and Play. Die Hütte ist voll. Der Johannes, der das hier organisiert hat, gerade gesagt, er hat so ungefähr 600 Leute gezählt. Sind wohl auch schon ein paar wieder raus, aber doch, ja, die Tische sind voll besetzt. Spiele liegen auch auf und wir werden uns jetzt einfach mitten reinstürzen. Alles klar. Meine Schicht ist beendet. Ich habe was gegessen und mache mich jetzt ebenfalls auf den Weg zum Meet and Play. Ich muss einmal quer durch die Halle 3, um raufzukommen zum Saal Europa. Wir sehen uns dann da. Ich freue mich und ich hoffe sehr, dass wir zusammen irgendetwas spielen können. Bis gleich. Hallo, ich sitze hier mit Stefan beim Meet and Play am Samstag und ich bin der Peter von Einzelspiel und mein spielerisches Highlight ist Panda Panda, ein Kartenspiel von Allplay, wo wir bestimmte Sets sammeln wollen. Es gibt Sets, die sind schwerer zu bekommen mit seltenen Karten, dann dürfen wir aber nur 2 Karten auf der Hand haben und es gibt Sets mit gängigen Karten, die A- und B-Karten sind das da, dann brauchen wir aber 7 Karten auf der Hand. Das heißt, wenn ich jetzt das tolle Set mit den seltenen Karten habe und damit gewinnen will, dann muss ich erstmal 5 Karten loswerden, wenn ich gerade 7 habe, bis ich nur noch die 2 habe. Das kriegen die anderen aber mit. Und es gibt eine Karte, die fuscht mir da was rein. Ich mag Spiele mit sehr viel Glück. Es könnte sein, dass man eine Hand austeilt und direkt hat schon eine Person quasi gewonnen. Mir gefällt sowas. Es geht weniger um die strategischen und taktischen Entscheidungen, sondern es ist für mich so ein Emotionsgenerator, dass man sich ärgert und freut. Genau. Natürlich neben dem spielerischen Highlight ist für mich das absolute Highlight, so viele tolle, liebe Menschen hier irgendwie zu treffen, die ich entweder wiedersehe oder zum ersten Mal in Person eben kennenlerne, anstatt einfach nur irgendeine Online-Persona. Ja, das sind meine Highlights. Spielt lieb. Ja, wir hatten gerade eine schöne Brettspielrunde. Wir haben The Roaring Twenties gespielt von Deep Print Games, Leo Colovini.
mit den Einzelspieljungs, mit der Schnuttenmel von M&M Solo Manolo und mit dem Jupp vom Berliner Brettspieltreff. War eine ganz tolle Runde. Besonders gut abgeschnitten habe ich nicht. Jetzt bin ich gerade noch unterwegs, um meine Leute zu finden, und da winken mir doch der Markus und der Tobias bereits zu. Dann bin ich ja genau an der richtigen Stelle. So, Ergebnisdienst für den Markus. Bochum, das Spiel hat begonnen. Noch steht 0-0. Mal gucken, wie es so bleibt. Ich muss mein Oberwasser ausnutzen, dass mein FC, der in der zweiten Liga spielt, heute zumindest mal gewonnen hat. Das heißt, heute kann mir zumindest der Markus nichts aufs Brot schmieren. Mal gucken, ob das andersrum anders aussieht. Schauen wir mal. Markus, ich bin geklaut. Fuck! Ja, also falls ihr euch wundert, was wir da für Geräusche gemacht haben, wir haben Duck and Cover gespielt. Quack, quack. Ja, und wir durften hier auch schon mal Kosten von dem neuen Buch von Jürgen Kahler und Christoph Post, das Handbuch der Brettspiele, hatten sie in Kuchenform hier. Ich muss sagen, der Inhalt war auf jeden Fall schon sehr lecker und vielversprechend. So, ich bin noch beim Meet and Play, und auf dem Meet and Play trifft man natürlich auch Leute, während man spielt oder zwischen den Tischen schlendert. Mir ist der Jürgen Kahler über den Weg gelaufen, den ihr von spielbar.com oder von der Brettspielbar kennt, die er zusammen mit dem Christoph Post macht. Jürgen, schön, dass du da bist. Erzähl uns noch mal, heute ist zwar erst Samstag, aber kannst du schon ein Messefazit für dich ziehen? Hast du irgendein Highlight gefunden? Hast du irgendwas Besonderes erlebt, von dem du uns erzählen kannst? Hi Markus, ja, schön dich zu treffen. Immer wieder eine Freude. Dieses Jahr hat mir an der Messe tatsächlich besonders gut gefallen, dass man deutlich gemerkt hat, dass die Gänge breiter waren. Das Geschiebe, was wir in den letzten Jahren hatten, habe ich dieses Jahr nicht so stark bemerkt. Voll war es trotzdem, klar. Aber das war doch ganz angenehm. Ich hatte auch das Gefühl, mehr Foodtrucks, die waren auch... Das auf jeden Fall, ja. Die waren weiter draußen. Das war auch hilfreich, dass die Essensschlangen nicht alle drin waren. Also von daher, das hat mir von der Organisation her schon gut gefallen. Gut, das Problem mit diesen Tickets, dass die kontingentiert waren, das ist was, da wird man im Nachgang sicherlich drüber reden. Das schien mir etwas unglücklich in der Kommunikation. Aber ich sag mal, für den Besucher, der Tickets hatte auf der Messe, war es ganz angenehm. Und Highlights, ich habe drei Highlights. Ein Spiel für die Spieler, Deckbuilding-Spiel Eternitium von Ornament Games. Was ich gerade auch gespielt habe und ich gleich dringend noch in Halle 2 muss und hoffe, dass es noch da ist. Ein Gaudi-Spiel, ich habe fertig, ich habe Tränen gelacht, grandios. Und eines der Rätselspiele, Krimispiele, Rätselspiele, die mir unheimlich gut gefallen haben, die wir vor der Messe gespielt haben und was uns drei Abende wunderbar unterhalten hat, das waren die drei Kolosse. Die kommen jetzt bei PD-Spiele, und wer da Videos gucken will, der kann einfach auf meinen Instagram-Account gucken, da gibt es die Videos zu den Spielen. Ast rein. Wir gucken auf jeden Fall rein. Ich danke dir, Jürgen. Ja, und ich mache mich mal gerade wieder auf den Heimweg. Ich musste da noch Jenny kurzzeitig verlassen, dass ich festgestellt habe, dass ich doch noch früher am Flughafen sein muss, als ich angenommen habe. Und nun bin ich am Warten, bis mein Uber hier ist. Notiz an mich selber. Vom Flughafen her sind sie früher da als von der Messe her. Also nächstes Mal etwas früher bereitstellen. Man hört sich. Bis später. Auch ich habe jetzt das Meet and Play verlassen, habe dann doch noch einige Leute gesprochen, viel geschwätzt, dafür ist das Ding ja auch da. Muss jetzt wieder zurück in die laute Halle 3, das ist ein bisschen ungewohnt, wenn man im Raum war und eigentlich diese ja doch angenehme Lautstärke zum Reden hatte. Hab da jetzt noch einen letzten Pressetermin für heute und ja, gehe jetzt wieder zurück ins Gewühl und mal gucken, wann heute Feierabend ist. Bis dann. Ja, ich streune noch durch die Hallen Richtung Halle 6 auf dem Weg zum Ausgang, weil ich heute dann auch heimfahre. Und wie der Jürgen habe ich mir jetzt tatsächlich auch noch in Halle 2 das Eternitium geholt. Und ja, ich weiß, wir hören das etwas später, aber der Jürgen hört es vielleicht vorher nochmal. Nein, wahrscheinlich nicht, aber es gab noch genug, also er braucht sich keine Sorgen zu machen. Also ich glaube, der Jürgen muss sich gar keine Sorgen machen, da hast du gerade Jürgen mit Markus verwechselt, aber der Markus hat gerade eben in die Gruppe ein Bild gemacht und er hatte auch ein Eternitium in der Hand, also er war erfolgreich.
Ja, und ich habe Hunger. Also wäre schon schön, wenn ich noch mal was Leckeres zu essen finde. Meine Leute haben mir Fotos von wunderbaren Bowls geschickt. Nur weiß ich natürlich nicht, wo es die gibt. Mal hoffen und schauen, dass ich noch über die drüber stolper. Ansonsten weiß ich auch noch nicht. Und da fällt mir ein, dass wir das Thema Baumstriezel gar nicht mehr weiterverfolgt haben. Jenny, ich würde einfach sagen, ich hole mir was, setze das auf deine Rechnung und dann sind wir quitt, oder? Ach ja, und außerdem hast du ganz vergessen, dem Markus noch eine Barrikade in die Galerie zu legen, damit er nicht pünktlich in Halle 2 schafft. Also auch diese Revanche-Gelüste musst du irgendwie mal anders ausleben. Das passiert, wenn man einen leeren Magen hat. Baumstriezel vergessen und die Hindernis vergessen. Ja, alles klar. Stell's mir in Rechnung, Tobias. Mit einer kurzen Irrfahrt um den Flughafen herum haben wir es jetzt trotzdem noch geschafft. Der Mohammed, mein Fahrer, der war etwas gesprächiger als der letzte Fahrer, aber trotzdem ging es ganz gut und jetzt bin ich froh, dass ich hier bin. Und nun suche ich das Gate, damit ich danach noch rechtzeitig abfliegen kann. Ja, Baumkuchenstriezel hört sich mega gut an. Ich habe heute immer noch so einen trockenen Sesamring vom Morgen, vom türkischen Bäcker. Ah ja, mal schauen, ob ich hier am Flughafen noch was Schlaues zwischen die Zähne kriege. Sicherheitscheck bin ich nun durch. Das ging definitiv zügig. Oh, und jetzt darf ich wieder warten. Trotzdem, ich war ja schon spät dran und jetzt habe ich trotzdem wieder so viel Zeit. Ja, Sevan, dann wünschen wir dir einen guten Flug. Komm heil an. Hoffe, dass keine Piloten sind wie der Markus und ich, wenn wir das Skyteam spielen. Wobei wir uns mittlerweile ganz gut eingekuft haben. Hat uns gefreut, dass du da warst. Und wir sehen uns bestimmt spätestens zum nächsten Essen wieder. Vielleicht ja auch schon vorher zum Tag der Pressspielkritik. Lass uns mal überraschen. Ansonsten, ich hatte gerade noch einen Termin, meinen letzten Termin heute bei den sehr sympathischen Leuten von Wanderbau Games, die eigentlich auch fast schon komplett ausverkauft sind und verdientermaßen. Haben tolle Spiele im Portfolio. Und jetzt habe ich die letzte Stunde versucht, noch Leute zu treffen aus Darmstadt, Freunde, um vielleicht mit denen nochmal so die letzten Meter über die Messe zu schlendern und dann später was zu essen. Und was zu essen, was richtig ist. Ich freue mich drauf. So, ich habe mein Essen gefunden, richtig leckere Bowls, draußen noch im Freibereich. Wir haben uns nochmal hingesetzt. Das war richtig gut, hat mir gut getan. Und jetzt sind wir auf dem Weg zum Parkplatz P1 und werden dann ganz langsam nach Hause fahren. Und das Fazit kommt dann aus dem Auto. Tobias, Tag der Brettspielkritik, war das nicht alle 2 Jahre? Oh, vielleicht bin ich ja einfach falsch informiert. Ja, auf alle Fälle hat es mich natürlich auch gefreut, euch wieder mal getroffen zu haben. Ja, und sonst wird es eben spätestens nächstes Jahr zur Spielmesse. Bye, bye. Apropos Skyteam. Ich habe mir noch auf dem Weg durch Halle 6 die kleine Erweiterung der Turbulenzen gekauft. Ich hoffe, du hast keine Turbulenzen, Sevan. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass du heil dann landest nachher zwischen 8 und 9. Und Tobias, ich habe ganz vergessen, dass wir eventuell noch eine Übergabe haben wollten. Jetzt sitzen wir schon im Auto, aber ich denke, wir regeln das halt dann auch auf einem anderen Weg. Genauso wie den Baumkuchenstriezel. Ihr seid alle auf dem Weg nach Hause. Der große Vorteil als jemand, der im Ruhrpott wohnt, ist, ich bin schon zu Hause. Und damit Sevan, dir und Jenny, dir ebenfalls eine gute Heimfahrt, einen guten Heimflug. Tobias, wir sehen uns vielleicht, oder ich hoffe es sehr, dass wir uns morgen auf der Messe nochmal sehen. Vielleicht schaffen wir es noch 1, 2, 3 kleine Spiele gemeinsam zu spielen. Ich wollte als letzten Beitrag für heute gerne mein persönliches Messe-Highlight hinterlassen. Wobei das für mich tatsächlich dieses Jahr kein Spiel gewesen ist, sondern, also ich hatte das in den letzten Jahren häufiger, dass ich mal gehört habe oder dass es durch die sozialen Medien gegangen ist, in Richtung seid nett zu euren Erklärbären. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in diesem Jahr, ich glaube, ich habe keine Erklärung
am Tisch gehabt, wo im Anschluss nicht ein "Boah, danke fürs Erklären, hat Spaß gemacht, tolles Spiel, hast du gut erklärt, danke dir für deine Zeit" gekommen wäre. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das für mich hat es echt ausgemacht. Das macht das Erklären dreimal so viel Spaß, wenn man hinterher noch ein positives Feedback bekommt. Ich wünsche euch eine gute Heimfahrt, aber das habe ich gerade schon getan. Deshalb, wir hören uns beim nächsten Mal. Es hat mir einen Riesenspaß gemacht und ich bin echt gespannt, wie das Ergebnis ist und ob sich das überhaupt irgendjemand anhört. Also, Düsseldorf, meine Kollegen. Die obligate Currywurst konnte ich auch noch verdrücken. Das Boarding findet jede Minute statt. Ich melde mich dann in der Schweiz wieder, wo ich wieder normal kann schnurren. Also, bis gleich. Tschüss. So, ja, danke Markus. Wir sind gut auf dem Weg und bevor ich jetzt hier hinten einschlafe, weil die Müdigkeit mich ja dann doch übermannt, werde ich jetzt auch nochmal mein Fazit sagen. Mir hat dieses Jahr, und ich bin ja wirklich noch nicht lange auf das Spiel unterwegs, das Gesamtpaket einfach sehr gut gefallen. Ich war mit meinen Leuten aus Heilbronn unterwegs und konnte mit denen ganz tolle Spiele spielen. Zum Teil hatten wir die ein oder andere Überraschung. Wir waren abends gut essen, wir waren in einem netten Hotel untergebracht. Gleichzeitig hatte ich ja die Gelegenheit, ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen mit dem Tobias und auch aber alleine über die Spiel zu schlendern und ganz viel zu sehen. Dann auch noch der Spiel des Jahresabend und dieses eine verrückte Spiel von Schmidt, das Fast Blast, wo wir Tränen gelacht haben, obwohl es ein unglaublich chaotisches Spiel ist. Das war, glaube ich, mein absolutes spielerisches Highlight und da werde ich mich gerne dran zurückerinnern, weil ich wirklich in letzter Zeit selten so gelacht habe, mit Tränen in den Augen und Schmerzen im Bauch. Genau. Ja, dann freue ich mich einfach auch auf das nächste Mal, wenn wir uns alle wiedersehen. Mir hat das heute auch riesigen Spaß gemacht und ich hoffe auch, dass im Zusammenschnitt das Ganze Sinn hat und ein Hand und ein Fuß und vielleicht auch der ein oder andere Spaß hat, das zu hören. Wir werden es ja sehen. Vielen Dank auch an alle Side-Kicks sozusagen, an alle, die so ganz spontan mal mit in das Mikrofon gesprochen haben und bis denn. So, ich habe pünktlich um 7 mit den Menschenmassen die Messe verlassen. Bin jetzt noch mal ganz kurz hier im Hotelzimmer und werde dann gleich noch mit ein paar Kumpels essen gehen. Und ich melde mich dann auch heute Abend vielleicht noch mit einem kleinen Fazit, auch wenn ich morgen noch mal da bin und Markus treffe. Aber so ein Zwischenfazit geht ja immer. So, der Vogel ist gelandet. Jetzt bin ich da am Bahnhof und warte auf einen Zug, der kommt schon in den ersten paar Minuten und dann geht's zurück ins heimische Bett. Ich freue mich da schon auf meine Familie. Das Highlight der Messe war der Messebesuch an und für sich für mich, denn es war ja ganz spontan. Ich habe ja gar nicht geplant, überhaupt hinzufahren. Trotzdem hat es dann schlussendlich geklappt. Also wirklich ganz spontan, innerhalb von 1-2 Monaten habe ich mich dazu noch entschieden. Und ja, wirklich, dass alles geklappt hat mit dem Flug und auch mit der Übernachtung. Und hier nochmal einen ganz herzlichen Dank an unseren Buddy, den Markus, den Purple Schieber, für die Übernachtungsmöglichkeit bei dir zu Hause. Vielen herzlichen Dank. Ich wünsche euch dann noch eine schöne Restmesse für alle, die schon unterwegs sind, eine gute Heimfahrt. Wir sehen uns wieder nächstes Jahr und ich freue mich auch ganz fest auf diese Folge, wenn denn was Gescheites draus wird. Ade! Ich bin zu Hause gut angekommen. Irgendwie ging die Rückfahrt schneller als die Hinfahrt am Mittwoch und ich bin relativ alleine hier zu Hause. Es ist alles sehr still, im Gegensatz zur Messe. Ich werde jetzt noch was trinken und was essen und dann falle ich ins Bett. Ich wünsche euch eine gute Nacht und bis bald.
So, es ist 21:45. Ich war noch in der Pizzeria und wollte da eigentlich noch versuchen, einen O-Ton von Nico Wagner bei den Prädagogen zu bekommen, weil der lustigerweise auch in der Pizzeria war wie wir. Allerdings war die so voll und so viel los, dass wir nicht dazu kamen. Es war fast noch lauter als auf der Messe und fast noch mehr Trubel und noch mehr Schlangen, weil irgendwie alle Leute direkt nach der Messe Hunger hatten und das halt die Pizzeria hier in der Nähe der Messe war. Deswegen habe ich jetzt doch verzichtet, irgendwie Nico noch hinterher zu laufen. Und ja, vielleicht ein andermal, dass wir da nochmal eine Stimme bekommen. Und ich bin jetzt zurückgekommen im Hotel, habe noch eine Mini-Partie gespielt, bin jetzt aber auch wirklich platt und müde, sodass auch ich mich für den Tag verabschieden werde und langsam Richtung Bett gehen werde. Ach so, dann sollte ich noch ein kleines Fazit oder Zwischenfazit, wobei das auch fast schon Endfazit ist, weil morgen werde ich wahrscheinlich noch einen halben Tag auf der Messe sein und dann auch wieder gern Heimat fahren. War natürlich wieder eine tolle Zeit, hat Spaß gemacht, alle Leute zu sehen. Hat auch Spaß gemacht zu sehen, wie die Messe versucht, Anpassungen zu machen, sich zu ändern. Ich fand schon auch, dass dies ja trotz der vielen Menschen, die da war, ich nie so das richtige Gefühl hatte, dass total überfüllt war, was vielleicht auch daran liegt, dass einfach auch die Gänge breiter sind oder mehr Luft da ist. Wie gesagt, Schlangen gab es schon immer, voll war es in einer gewissen Weise auch schon immer, aber ich fand es jetzt nicht erdrückend voll. Und wie gesagt, man sieht das, was versucht wird. Nicht alles klappt vielleicht im ersten Moment, aber war im letzten Jahr auch schon so, dass wirklich Änderungen vollzogen worden sind und die dieses Jahr angepasst wurden, sodass die Messe meiner Meinung nach auf einem sehr, sehr guten Weg ist. Und ich mich einfach auf vieles, auf nächstes Jahr schon wieder freue, auch wenn es noch lang hin ist, aber ja, vor der Messe ist nach der Messe. Nee, andersrum, nach der Messe ist vor der Messe, so rum war's. Diese Sonderfolge zu Spiel 24 ist Folge 21 von Cocktails for Meeples, dem Brettspiel-Podcast von Jenny Konrad und Tobias Franke. Aufgenommen wurde diese Folge am Samstag, den 5. Oktober 2024 auf der Spiel in Essen. Wir wurden verstärkt von Markus und Sevan sowie einigen spontanen Begegnungen auf der Messe. Vielen Dank an alle. Die Idee zu dieser Folge gaben uns Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von 11 Freunde. Wie immer freuen wir uns über Feedback. Dazu bieten wir euch verschiedene Kanäle an, die alle gebündelt unter unserer Webseite zu finden sind. Die Adresse dafür lautet www.cocktailsformeeples.de. Immer schön mit einem Minus zwischen den einzelnen Wörtern. Wenn ihr direkt Kontakt mit einem von uns aufnehmen wollt, dann findet ihr Jenny am einfachsten bei Instagram unter @binabig1919. Ich bin fast überall unter @fehlfraß registriert. Die Musik wurde von Kevin MacLeod komponiert, dessen umfangreiche Sammlung unter www.incompetech.com zu finden ist. Herzlichen Dank für dieses reichhaltige Angebot. Und der Rest ist Spielen.